Es waren einmal die Studierenden des Seminars Kleine Textform. Aufgrund einer garstigen Pandemie, die weltweit wütete, waren sie an ihr Zuhause gebunden und mussten Uni online absolvieren. Sie fragten sich, sorgten sich, würden sie jemals etwas über die Kleine Textform Werbung erfahren? Doch dann kamen Alexander Bertel, Caroline Körber und Robert Schuppe und brachten ihnen den Vortrag zum Thema narrative Strukturen in der Werbung. Bertel Körber Schuppe Productions bringt Ihnen auch zu Zeiten von Corona Linguistik direkt in Ihr Wohnzimmer. Und damit herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Wir haben für euch folgende Gliederung vorbereitet. Wir beginnen mit einer kurzen Einleitung, in der wir drei Leitthesen aufstellen, an denen wir uns bei der Arbeit orientiert haben, und werden danach in Punkt 2 und 3 die theoretische Basis legen für unsere Beispielanalyse im Punkt 4. Wir werden einmal zunächst die Multimodalität einführen und dann im dritten Punkt das Thema Dramaturgie bzw. Narration und werden dann, wie gesagt, an vierter Stelle einen Fernsehwerbespot von Edeka Weihnachten 2117 beispielhaft analysieren, bevor wir dann auf ein kurzes Fazit bzw. einen Ausblick kommen und euch noch unsere Literatur zur Verfügung stellen. Die drei Thesen, die wir also zugrunde legen und die wir jetzt im Folgenden überprüfen wollen, sind zum einen: Werbung greift auf tradierte Genrekonventionen zurück, um in kürzester Zeit Narrationen aufzubauen. Zweitens, durch die extrem verdichteten Erzählungen werden etablierte Gesellschaftsbilder aufgerufen und bestärkt. Und drittens, in Werbung dienen rhetorische Mittel wie die Verdinglichung und Anthropomorphisierung dazu, narrative Strukturen aufzubauen, zu festigen und sie für die bzw. den Rezipienten zugänglich zu machen. Dabei ist, wie gesagt, ein Edeka-Werbespot unser Gegenstand, aus dem Grund, dass er sehr typisch narrativ angelegt ist und diese Edeka-Weihnachts-Werbespots, die es seit einigen Jahren jährlich gibt, auch eine recht große Popularität erfahren haben und recht allgemein bekannt geworden sind. Gut, wir möchten jetzt also auf die Multimodalität eingehen, da die in Werbespots naturgemäß eine große Rolle spielt, weil wir da immer eine Kombination verschiedener Modalitäten haben. Nach Stöckel kann man von vier grundsätzlichen Modalitäten ausgehen. Es gibt Sprache, Bild, Musik und Geräusch. Und Stöckel schreibt, jede Zeichenmodalität ist an einen Kanal der Sinneswahrnehmung gebunden. Sie muss materiell medial realisiert werden und in einer raumzeitlichen und sozialen Situation verwendet werden. Das bedeutet, mit jeder Modalität geht ein bestimmtes Set an Eigenschaften einher, die sich darauf beziehen, in welchem Kontext und auf welche Art und Weise Zeichen dieser Modalität verwendet werden können und welche Funktionen sie einnehmen können. Zur Analyse von multimodalen Texten stellt Stöckel drei verschiedene Zeichendimensionen auf, die sich an klassischen Subdisziplinen der Linguistik orientieren. Wir haben da einmal die Syntax, dann die Semantik und die Pragmatik. Und das sind auch die drei Untergliederungspunkte, die wir uns jetzt als nächstes mal gemeinsam ansehen wollen. Unter Syntax kann man in Bezug auf Modalitäten verstehen, wie die Beschaffenheit bzw. die interne Struktur einer Modalität ist oder anders gesagt, über welchen Sinneskanal werden Zeichen verarbeitet. Wir haben da zum einen die Geräusche, die immer auditiv wahrgenommen werden. Wir haben Bilder, die immer rein visuell wahrgenommen werden. Und wir haben Musik und Sprache, die sowohl auditiv als auch visuell wahrgenommen werden können. Ursprünglich beide phonetischer Natur, das heißt auditiv wahrgenommen, aber es gibt ja auch vielfältige Möglichkeiten, diese zu verschriftlichen, also zum Beispiel eben unser klassisches Schreibsystem für Sprache oder Noten für Musik. Bei der Semantik geht es dann um die Bedeutungsgenerierung. Dazu dieses Zitat: Peirce hat Bedeutung pragmatisch als Wirkung, Effekt des Zeichens im Bewusstsein eines Interpreten verstanden und drei generelle Wirkungsweisen unterschieden. Dazu führt Stöckel aus, dass sich diese eben eignen, um die prinzipiellen Wirkmechanismen jeder Zeichenmodalität zu beschreiben. Wir haben zum einen eine emotionale Bedeutung, die ist zum Beispiel bei der Musik sehr stark, dass wir also, wenn wir Musik hören, relativ stark dadurch unsere
Gefühle beeinflusst werden. Wir haben eine energetische Bedeutung, die zielt darauf ab, dass es bestimmte physische oder mentale Reaktionen auf ein Zeichen, das wir wahrnehmen, gibt. Das heißt, Geräusche lösen bei uns instinktiv sehr starke energetische Reaktionen aus. Da gibt es also eine energetische Bedeutung. Wenn wir zum Beispiel einen lauten Knall hören, dann springen wir instinktiv zurück oder zur Seite. Und dann gibt es eben noch die logische Bedeutung, die vor allem spracheigen sind, wo es also um abstraktere Kategorien geht, wo wir logische Zusammenhänge erkennen können und eine tiefergehende Interpretation, ein Verständnis der Umstände erlangen können und diese Informationen miteinander teilen können. Natürlich ist diese Zuordnung, die ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, nicht ausschließlich. Also zum Beispiel hat natürlich Sprache sehr wohl auch eine emotionale Bedeutung oder wir können Sprache für energetische Zwecke verwenden. Wenn wir zum Beispiel Achtung rufen, hoffen wir, dass das einen ähnlichen Effekt hat, dass jemand instinktiv zur Seite springt oder so, ähnlich wie wenn er einen Knall hört. Aber tendenziell kann man an diesen Bedeutungsrichtungen schon feststellen, dass bestimmte Modalitäten für bestimmte Zwecke eben besonders gut geeignet sind. Als drittes dann die Pragmatik. Bei der Pragmatik geht es, wie man sich vielleicht schon denken kann, um die Zeichenverarbeitung und die kommunikative Funktion, also um das, was konkret mit den Zeichen gemacht wird. Und da geht es eben um die Wahrnehmung und auch die mentale Verarbeitung sowie die Gebrauchsfunktion einer Zeichenmodalität. Wenn wir uns also angucken, wie die einzelnen Zeichenmodalitäten wahrgenommen und verarbeitet werden, stellen wir fest, dass Sprache die zeitaufwendigste Modalität ist aufgrund der bindenden Linearität. Das bedeutet, wir können Sprache nur in einer Reihung hintereinander produzieren, nicht gleichzeitig und in der Regel auch nicht so wirklich gleichzeitig mehrere sprachliche Zeichen wahrnehmen oder zumindest nur sehr eingeschränkt. Und außerdem ist Sprache abstrakt und hat eine willkürliche und wahrnehmungsferne Natur ihrer Zeichen. Das bedeutet, es sind in der Regel Symbole. Es ist arbiträr zugeordnet, was die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens ist. Und das bedeutet, es bedarf immer noch einer Umkodierung seitens des Rezipienten, um den Sinn aus einer sprachlichen Aussage zu entnehmen. Bilder sind dagegen wahrnehmungsnähere Zeichen, denn sie werden ganzheitlich simultan wahrgenommen. Das heißt, wir können mit einem Blick auf ein Bild viele Informationen gleichzeitig wahrnehmen und sie verfügen über ein großes visuell-grafisches Merkmalsreichtum. Bei Musik kommt dann sowohl die lineare als auch die ganzheitliche Dimension zusammen, weil wir einerseits Melodien, Motive und ähnliches in einer linearen Ordnung haben, aber andererseits durch Akkorde, durch das Zusammenspiel verschiedener Instrumente auch diese ganzheitliche, simultane Dimension haben. Das potenziert natürlich in gewisser Hinsicht das Wahrnehmungserlebnis, weil es eben ja in zwei verschiedene Dimensionen geht. Und im Gegensatz zur optischen Wahrnehmung, zur visuellen Wahrnehmung, lässt sich die auditive nur sehr schwer ausschalten. Man kann sehr schnell die Augen schließen, sich wegdrehen, extra in eine bestimmte Richtung nicht schauen. Das ist bei der akustischen Wahrnehmung sehr viel schwieriger. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Geräusche. Die haben eine geringere Chance, überhaupt wahrgenommen zu werden als die anderen Modalitäten, da wir als Menschen grundsätzlich darauf konditioniert sind, viele Geräusche einfach auszublenden. Ja, also wenn neben mir in der Uni jemand sitzt und immer auf der Tastatur seines Laptops rumklappert oder mit einem Papier raschelt, dann versuche ich das unterbewusst direkt auszublenden, weil ich nicht davon ausgehe, dass es für mich relevant ist. Das heißt, auch relevante Geräusche, die eigentlich das Erkennen einer Verweisfunktion ermöglichen würden, können unter Umständen untergehen, weil wir sie als solche nicht aktiv wahrnehmen. Zusammenfassend können wir also sagen, dass die verschiedenen Modalitäten unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet werden. Bilder und noch stärker Musik werden sehr direkt wahrgenommen und können sehr schnell viel Information vermitteln oder eine starke emotionale Wirkung vorrufen, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Sprache hingegen ist sehr viel zeitaufwendiger, wobei es aber natürlich den Vorteil der Präzision mit sich bringt. Und Geräusche, haben wir gesehen,
sind zwar eine basale Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, wie wir auf bestimmte Gegebenheiten reagieren können, aber werden auch leicht ausgeblendet und nicht wahrgenommen. Nachdem wir nun die Multimodalität vorgestellt haben, möchten wir auf die zweite theoretische Basis eingehen, nämlich den Bereich der Dramaturgie bzw. Narration. Ein sehr weit verbreitetes und häufig verwendetes Modell, um die dramatische Struktur einer Erzählung, welcher Art auch immer, zu analysieren, ist die Dreiakt-Theorie, die es bereits aus dem antiken Drama gibt und heute in vielfältiger Form immer wieder noch überarbeitet wurde oder wieder aufgegriffen wurde. Und die wollen auch wir uns heute hier angucken, weil sie sich tatsächlich auch in den Erzählungen in Werbespots sehr gut wiederfinden lässt. Der klassische Aufbau sieht dort so aus, dass es ein Anfang, Beginn bzw. Exposition gibt, in dem die Situation und der Protagonist oder die Protagonistin, der Held oder die Heldin der Geschichte vorgestellt werden. Das ist also eine Einführung. Dann gibt es einen zweiten Akt, den Hauptteil, der dadurch ausgezeichnet ist, dass es in der Regel ein oder mehrere Wendepunkte gibt, an denen die Geschichte eine neue Richtung einschlägt. Und dieser zweite Akt ist durch Konflikte gekennzeichnet. Das heißt, der oder die Protagonistin muss versuchen, bestimmte Probleme zu lösen. Und häufig ist ein Element, dass dies zunächst nicht gelingt, dass es sogenannte Try-Fail-Cycles gibt, dass also etwas versucht wird, funktioniert nicht, dann muss wieder etwas anderes getan werden und so weiter. Und sich in diesem zweiten Akt auch häufig Höhepunkte finden. Und dann gibt es einen dritten Akt, der die ganze Geschichte zu einem Abschluss bringt, ein Ende, in dem die Spannungsbogen, die zu Beginn angefangen wurden, aufgelöst werden und der Held entweder sein Ziel erreicht oder eben nicht. Diese ganze geschlossene Form der Dramaturgie hat das Ziel, eben einen Spannungsbogen zu kreieren. Und dieser zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Intensität im Verlauf der Handlung verändert. Das Ziel des Ganzen ist sozusagen auf einer pragmatischen Ebene eine emotional bedingte Wirkung oder auch eine Einfühlung durch den die ZuschauerInnen herbeizuführen und zu vermeiden, dass Langeweile bei diesem entsteht und so zu gewährleisten, dass kontinuierlich Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das ist natürlich etwas, was auch in der Werbung sehr gewünscht ist. Man möchte die Aufmerksamkeit des Zuschauers haben und vielleicht umso mehr dadurch, dass Werbung in der Regel nicht freiwillig konsumiert wird. Meistens ist Werbung eben vor oder in andere Programme eingebettet, die der Zuschauer oder die Zuschauerin eigentlich sehen möchte. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass man die Aufmerksamkeit in so einem Fall verliert, der oder die Zuschauerin umschaltet oder ja vielleicht den Ton ausstellt und wegguckt. Das bedeutet, diese dramatische Struktur hat in Bezug auf Werbung eine ganz besondere Funktion. Typisch für diese dramatische Struktur ist außerdem, dass sie häufig symmetrisch angelegt ist. Das heißt, ganz am Ende wird das Geschehen wieder auf die Ausgangslage zurückgeführt und es gibt eine Ähnlichkeit oder Wiederholung von Anfang- und Endbildern. Oder wenn es nicht ähnlich oder gleich ist, dann zumindest eine Art Äquivalenz, dass sie also zum Beispiel den gleichen Ort zeigen, der sich aber im Laufe der Geschichte verändert hat. Das Erzählen in der Fernsehwerbung ist stark an die Funktion von Genres angelehnt. Dazu schreibt Wyss 2011, der Werbespot ist als Medientextsorte oder als Fernsehgenre das Primäre, durch welches trotz der kurzen Dauer von 20 bis 30 Sekunden eine Verbindung zu einem weiteren audiovisuellen Genre hergestellt werden kann. Dies wird durch eine Fokussierung auf gut bekannte Charakteristika des Genres möglich. Was wir hier also feststellen können, ist, dass sich Werbespots sehr gut in die kurze Theorie, sehr kurze Texte von Schmitz einordnen lassen und dass sie recht typische kurze Texte insofern sind, als dass sie nicht nur zeitlich begrenzt sind, sondern eben auch in einer bestimmten Form sehr stark konventionalisiert sind. Wir werden darauf noch eingehen an unserem konkreten Analysebeispiel, aber es ist sehr typisch für narrative Werbespots, dass sie an bestimmte Genre anschließen, wie eben Wyss das hier schreibt, dass also die Tradition, die konventionalisierten Formen bestimmter Fernseh- oder Filmgenres aufgegriffen werden
für diese sehr kurzen Erzählungen in Werbespots. Weiterhin lässt sich feststellen, dass in den typischen Genres, die in der Werbung wieder aufgegriffen werden, in aller Regel sogenannte Heldengeschichten erzählt werden, dass es also einen zentralen Protagonisten gibt, der sich gegen das Böse richtet, der für das Gute streitet und diese in aller Regel, wie wir das bei vielen Genres auch üblich haben, mit einem Happy Ending endet. Und da haben wir natürlich bei der Werbung noch den speziellen Aspekt, dass es da ein enges Verhältnis zum geworbenen Produkt gibt. Das bedeutet, diese Textsorte der Werbung hat ja eine starke pragmatische Funktion. Sie möchte nicht bloß in Anführungsstrichen unterhalten oder so, sondern es soll dazu angeregt werden, ein bestimmtes Produkt zu kaufen oder es besonders positiv wahrzunehmen. Dementsprechend ist es besonders wichtig, dass also das Ganze auf einer positiven Note endet und der oder die ZuschauerInnen mit einem positiven Gefühl aus diesem Werbespot herausgeht. Also hier nochmal umso mehr die Betonung des Happy Endings. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Werbespots als Mikrodramen bezeichnet werden können in der Hinsicht, dass sie in sehr kurzer Zeit die Struktur von größeren dramatischen Erzählungen, wie sie eben zum Beispiel im Fernsehen oder im Kino bekannt geworden sind, aufgreifen und sehr komprimiert daran anschließen. Zu diesem Punkt findet man weiter bei Wyss: Es scheint, als ob die Genre-Intertextualität durch ihren willkommenen Zusatznutzen des Unterhaltungswerts, des Humors und des Anschlusses an ein ernsthaftes Kulturschaffen den werblichen Ideen keine Grenzen setzt. Dies führt zu einer Vergrößerung des TV-Spot-Inventars, einer Vermehrung der semiotischen Anschlussmöglichkeiten, der Dynamisierung der Rezeptionsprozesse und der Erhöhung der ästhetischen Bewertung des TV-Spots selbst. Das Fernsehen gibt sich filmisch. Und das können wir eben auch an unserem konkreten Analysebeispiel sehen, zu dem wir jetzt kommen wollen. Wir haben diesen Edeka-Spot Weihnachten 2117 ausgewählt. Und da wir den jetzt hier nicht direkt einbetten können, möchten wir euch bitten, an dieser Stelle einmal kurz das Video anzuhalten und dem Link zu folgen. Oder man kann auch einfach über YouTube Weihnachten 2117 eingeben, dann sollte man das auch finden, und sich diesen kurzen Spot zunächst einmal anzuschauen. Wir werden dann danach mit Screenshots von einzelnen Einstellungen arbeiten, aber damit ihr das einordnen könnt und wisst, wie der Spot sich insgesamt darstellt, schaut euch doch jetzt an dieser Stelle bitte einmal kurz dieses Video an und dann hören wir uns hier gleich wieder. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr das Video fertig geguckt habt und machen an dieser Stelle weiter. Wir wollen uns jetzt die verschiedenen Modalitätsebenen und die narrative Struktur anschauen, die sich an diesem Spot erkennen lässt. Zunächst einmal haben wir die Modalität der Sprache, die auf verschiedener Ebene in diesem Spot verwendet wird. Wir haben, rechts oben sehen wir das, relativ wenig, aber doch vorhanden, ganz normal mündlich gesprochene Sprache, kommt am Ende, wo der Roboter in diesem Haus, wo die Menschen Weihnachten feiern, zu Gast ist, vor, als dieser Mann dort eine Geschichte von einem Bären erzählt. Was genau der Inhalt ist, ist gar nicht so entscheidend, wird auch nicht so genau klar, aber es wird hier die klassische kulturelle Praxis des Erzählens, die man vielleicht auch mit Weihnachten oder Familientreffen verbindet, dargestellt und hervorgehoben als eben ein schützenswertes, traditionelles Gut. Ein ebenfalls vielleicht in dieser Zeit veraltetes Medium lässt sich in dem Screenshot links oben erkennen, wo der Roboter etwas früher im Clip eine alte Zeitung aufhebt. Also dieses alte menschliche Medium der Zeitung auf Papier gedruckt ist in den Dreck gefallen, zerknittert und er gräbt es jetzt wieder aus, wo davon berichtet wird, dass Menschen vor künstlicher Intelligenz fliehen. Hier wird also ein bestimmter Topos bedient, nämlich die Angst davor, dass künstliche Intelligenz irgendwann so weit sein könnte, den Menschen zu verdrängen und dem Menschen Konkurrenz zu machen. Das heißt, hier haben wir eine unserer Ausgangsthesen bestätigt, dass häufig konventionelle Denkweisen, Denkmuster wieder aufgerufen werden, auch eben im Kontext dieser kleinen Textform, in der es eben nicht so viel Zeit gibt, komplexe Argumente zu entwickeln, wo es dann oft leichter ist, an bestimmte Meinungen oder Thesen anzuschließen,
die recht weit verbreitet sind und die viele Leute kennen. Und unten haben wir dann noch eine Einblendung ganz zum Schluss. Ohne Liebe ist es nur ein Fest. Das bedeutet, hier schaltet sich die Firma, die den Werbespot gemacht hat, selber mit ein und gibt einen Kommentar, der extra diegetisch ist, der also nicht zur Erzählung gehört und der diese aber in eine bestimmte Richtung framed. Nämlich, man könnte das so verstehen, dass Edeka also dafür sorgt, der Garant dafür ist, dass es Menschlichkeit gibt, dass Weihnachten ein häusliches, angenehmes Fest wird, in dem man zusammenkommt, isst und eine gute Zeit miteinander hat. Was also auf die positive Wirkung, die hier nicht auf ein spezielles Produkt bezogen ist, sondern eben auf einen Konzern, auf eine Lebensmittelmarktkette. Und diese wird ja in dem Clip beworben, was hier am Ende durch diese Einblendung von Schrift verstärkt wird. Was sich aber feststellen lässt, ist, dass die Sprache nur eine verhältnismäßig geringe Rolle in diesem Clip spielt. Es wird kaum geredet, es wird wenig Text gezeigt, sondern gerade Bild und Musik spielen eine sehr große Rolle. Und hier wollen wir uns jetzt also ein bisschen auf die Modalität des Bildes einlassen. Das Bild hat, wie wir vorhin gesagt haben, den großen Vorteil, dass man simultan sehr viel auf einmal wahrnehmen kann und dass sowohl mit Bild als auch mit Musik sehr schnell bestimmte Stimmungen und Emotionen erzeugt werden können. Was wir hier an diesem allerersten Shot, der allerersten Einstellung gut sehen können, ist, dass direkt klassische Konventionen des Science-Fiction-Films aufgegriffen werden und dass man direkt also als Zuschauer in eine bestimmte Richtung geschoben wird, dass man weiß, das ist jetzt eine Science-Fiction-Geschichte. Das erkennen wir schon, bevor überhaupt irgendwie die Handlung losgeht, an der Ästhetik, die hier optisch verwendet wird, die sich sehr von dem unterscheidet, was man sonst in Werbespots normalerweise erwartet. Oft sind das sehr farbenfrohe, bunte Bilder, glückliche Familien auf Wiesen und so weiter. In diesem Fall ist es ein graues, sehr düster, unwirtlich aussehendes Bild. Wir sehen eine heruntergekommene Stadt, Möbel, auf denen irgendwann mal Menschen gesessen haben, sind mit Sand überzogen. Es ist außerdem eine technizistische Zukunftsästhetik. Wir haben zum Beispiel im Hintergrund, kann man das so ein bisschen erkennen, moderne Transportwege, die überhalb der Häuser oben auf der Stadt verlaufen. Also so etwas, was wir uns vielleicht vorstellen, wie in 100 Jahren zum Beispiel der Transport von Personen aussehen könnten. Und das Ganze ist eben ja in einer sehr gräulichen Optik mit seichten Lichteffekten gehalten. Und das heißt, wir haben hier sehr schnell, auch in Kombination mit der Musik, die mehr wie ja die Filmmusik eines dramatischen Science-Fiction-Films klingt, als wie ein lustiger Werbejingle. Auf diese Weise wird multimodal sehr schnell darauf hingewiesen, in welchem Genre-Zusammenhang wir uns hier bewegen. Hier also wieder, was wir vorhin schon gesehen haben oder herausgearbeitet haben, ein sehr typisches Phänomen für eine kleine Textform, nämlich dass auf Genre-Konventionen zurückgegriffen wird. Ja, welche Genre-Konventionen sind das genau, die hier eine Rolle spielen und in diesem Spot verwendet werden? Zum einen sehr typisch für Science Fiction die Vermischung von Animation und Spielfilm. Wir haben eine menschliche Umwelt, eine Stadt, die allerdings nicht mehr nutzbar ist. Sie wirkt verlassen. Die Menschen wurden vertrieben, wie sich dann herausstellt im Laufe des Clips. Und wir haben hier also eine Dystopie und damit eine der klassischen Subgenres, die es im Science-Fiction-Film gibt. Neben Invasionsfilm, Space Opera und Superheldenfilm wird also eben die Dystopie als ein ganz klassisches Science-Fiction-Genre bezeichnet. Und diese Dystopie entwickelt sich im Laufe des Spots hin zu einer Utopie beziehungsweise Umständen, die utopisch positiv gezeichnet werden. Schauen wir uns dann jetzt einmal die Figur, die Hauptfigur, den Protagonisten und die Handlung an. Wir sehen eine Reihe von Robotern, die in Reih und Glied durch diese verlassene menschliche Stadt ziehen. Und es gibt aber einen einzigen, der ausschert, als er ein Plakat mit wunderbare Weihnachten, mit dieser hübschen kleinen Alliteration und einem romantischen Bild sieht und der recht stark menschliche Züge entwickelt. Er nimmt die Rolle einer Heldenfigur ein,
Er sticht als ein Individuum heraus. Alle anderen sind, wie man das vielleicht von Robotern erwartet, programmiert, laufen in Reih und Glied, erfüllen ihre Aufgaben. Er ähnelt hingegen recht stark einem Menschen, vor allem in dem, wie er handelt, nur bedingt in dem, wie er aussieht, wobei auch das ja ein bisschen an Menschen angelehnt ist. Das heißt, an dieser Stelle finden wir also das Stilmittel der Anthropomorphisierung wieder. Es wird ein Gegenstand, wenn man so möchte. Das ist ja auch nochmal eine eigene Diskussion für sich, ab wann man einer künstlichen Intelligenz so etwas wie einen Subjektstatus zuschreiben kann. Das sei jetzt hier aber mal an den Rand gestellt, ist jetzt nicht unser Thema, aber es wird etwas Technischem, werden menschliche Eigenschaften gegeben. Ja, der folgt nicht nur seiner Programmierung, sondern man kann regelrecht Gefühle in ihm erkennen. Er möchte dieses romantische alte Bild zurück, er möchte wieder Weihnachten, er möchte die Menschen finden und sich mit ihnen vertragen. Und das ist eben seine Aufgabe, die er im Laufe der Handlung auch meistern kann, die eben die Handlung dieses Bots darstellt. Er hat verschiedene Hürden zu überwinden. Er muss zum Beispiel ja ihm feindlich gesinnten Wachrobotern entgehen, die die Umgebung der Stadt scannen und dort patrouillieren. Er muss die Menschen wiederfinden. Und als Antagonist kann in dieser Geschichte die Umwelt einerseits und eben andererseits diese anderen Roboter bezeichnet werden oder aber auch die Gesamtsituation, dass wir also eine Trennung von Mensch und Maschine haben und dass die Kultur und Tradition verloren gegangen ist und diese schöne Tradition von Weihnachten, wie sie dargestellt wird, nicht mehr gelebt werden kann oder zumindest nur noch in einem sehr kleinen, zurückgezogenen Rahmen eben bei den Menschen. Wenn wir uns also unser Dreiaktmodell noch einmal vor Augen führen, lässt sich das sehr gut hier wiederfinden. Wir haben einen ersten Akt, in dem die Thematik und der Protagonist eingeführt werden. Wir also feststellen, einer dieser Roboter ist anders und wir erstmal in diese Situation eingeführt werden. Wie gesagt, das passiert hier auf sehr engem Raum. Dadurch, dass der ganze Spot hier nur sehr kurz ist, werden im Prinzip ein paar wenige Shots am Anfang dafür genutzt, um uns ein klassisches Science-Fiction-Dystopie-Setting aufzubereiten. Dann haben wir den zweiten Akt, in dem die Konflikte der Geschichte ausgetragen werden. Das ist zum einen ein interner Konflikt beim Protagonisten, der Roboter mit seinem Leben, seinem Roboterleben. Damit muss er sich auseinandersetzen, inwiefern er in dieser Kultur, in der er dort ein Teil ist, des Ganzen mitmachen möchte oder eben versucht, dagegen anzugehen beziehungsweise einen Ausweg zu finden. Dann gibt es den Konflikt allgemein auf der größeren Ebene zwischen den Menschen und den Robotern, die Menschen, die vor den Robotern geflohen sind. Und dieser eine Roboter hat sich eben das Ziel gesetzt. Er möchte wieder ein echtes Weihnachten erleben oder er möchte vielmehr zum ersten Mal ein echtes Weihnachten erleben. Er möchte wieder Kontakt mit den Menschen aufnehmen und muss dazu eben verschiedene Hindernisse überwinden. Und wir haben hier auch die klassischen Try-Fail-Cycles. Das heißt, er probiert zuerst sich selber Weihnachten nachzubauen, was aber eben nicht so richtig gelingt und ist das Ganze steuert dann eben Stück für Stück auf die Klimax, auf einen Höhepunkt hin. Am Ende löst sich das Ganze im dritten Akt auf. Wir haben die Versöhnung von Mensch und Roboter, von dem Alten und dem Neuen und implizit eben auch eine Versöhnung von Natur und Stadt. Wir kommen jetzt zum Fazit und Ausblick und haben euch dafür hier nochmal die Leitthesen vom Anfang aufgeführt, die wir uns gemeinsam noch einmal anschauen wollen, um zu rekapitulieren, inwiefern die sich bestätigt haben oder auch nicht. Die erste These, Werbung, greift auf tradierte Genrekonventionen zurück, um in kürzester Zeit Narrationen aufzubauen. Das hat sich recht deutlich gezeigt, zum Beispiel schon im ersten Bild, wo gleich das Science-Fiction-Genre aufgerufen wurde durch visuelle Merkmale, die sehr typisch sind für Filme dieser Art und eben eher weniger für Werbung. Und wir haben gesehen, dass auf tradierte, klassische Erzählmuster zurückgegriffen wird, um eben in dieser sehr komprimierten Form in sehr kurzer Zeit eine komplette Erzählung aufzubauen. Das zweite, durch die extrem verdichteten Erzählungen werden etablierte Gesellschaftsbilder aufgerufen und bestärkt. Auch das lässt sich wiederfinden in diesem Spot. Wir haben die willenlosen, emotionslosen Maschinen mit einer Ausnahme, aber grundsätzlich entspricht das einem Bild, was viele Leute von künstlicher Intelligenz haben, wo sie fürchten, dass es irgendwann mal hingehen könnte. Und
Wir haben außerdem die glückliche Familie, die Weihnachten zusammenkommt und in dem romantischen Blockhaus mitten in der Natur Weihnachten feiert. Und die dritte These, in Werbung dienen rhetorische Mittel wie die Verdinglichung und Anthropomorphisierung dazu, narrative Strukturen aufzubauen, zu festigen und sie für die den Rezipienten zugänglich zu machen. Auch das lässt sich wiederfinden. Ich habe es gerade schon angesprochen, der eine Roboter wird eben so eine Art menschlicher Akteur, um eine klassische Heldenfigur zu haben. Auch das wird verwendet, um die Erzählung schneller zugänglich zu machen, da wir uns sehr viel leichter in einen Roboter reinversetzen können, der handelt und anscheinend auch fühlt wie ein Mensch, als wenn das nur so eine abstrakte Maschine ist, die irgendwelche Dinge macht, die wir nur schwer uns vorstellen können, weil unser Wahrnehmungshorizont ein ganz anderer ist. Und das heißt, hier wird die narrative Struktur durch diese ja beinahe Menschwerdung des Roboters gestützt. Und auch das ist eben ein Zeichen dafür, dass es hier eine kurze Textform ist, mit der wir es zu tun haben, weil wir eben eine starke Konventionalisierung haben und wir nicht aus den klassischen Vorstellungsräumen, in denen wir uns normalerweise bewegen, ausbrechen. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, in diesem Beispiel ermöglicht Multimodalität oder zumindest begünstigt sie eine emotionale Verbindung zum Werbespot. Sowohl die optischen Reize als auch die Musik und teilweise auch Geräusche sorgen ganz stark dafür, dass eben man sehr schnell in dieses Science-Fiction-Setting reinkommt, dass man sich mit diesem einen Roboter identifiziert und das Ganze funktioniert eben auf eine Art und Weise, die nur mit Text zum Beispiel sehr viel schwerer möglich gewesen wäre. Wir hatten ja darüber geredet, dass Musik und Bild sehr viel unmittelbarer und schneller wahrnehmbar sind und sehr viel schneller emotionale Wirkung hervorrufen. Des Weiteren haben wir bereits das erste Bild, in dem die Genrekonventionen klar werden, also starke Konventionalisierung. Ganz schnell wird uns gezeigt, in welche Richtung sich diese Geschichte bewegt. Und dann können wir feststellen, dass Werbung in diesem Fall auch einen dramaturgischen Aufbau und einen Spannungsbogen hat, wie eben in einem größeren Drama, sowie auch eine Heldenfigur im Zentrum, dass wir also den Begriff des Mikrodramas hier sehr gut wiederfinden können, dass wir eben in Miniatur die klassischen Elemente eines großen Dramas wieder haben und alles eigentlich vorhanden ist, nur eben in sehr kurzer Zeit. Zu guter Letzt kann man sehen, dass die Vorstellung der Utopie eng mit dem Produkt beziehungsweise in diesem Fall eher der Marke, es geht ja nicht um ein einzelnes Produkt, einhergeht, dass bestehende Vorstellungen von Weihnachten mit der Marke verknüpft werden sollen, dass man also das schöne Familienfest, über das sich alle freuen, wo alle glücklich sind, wo man gemeinsam isst, mit diesem Lebensmittelkonzern verbindet. Als kleinen Ausblick haben wir hier noch einige Punkte aufgeführt, die noch interessant wären, die wir aber jetzt aus Zeitgründen erstmal nicht aufgreifen konnten. Und zwar wäre es durchaus noch denkbar, aus einer theologischen Perspektive im Kontext von Weihnachten sowie der Herrschaft der Maschinen auf diesen Clip zu blicken. Da wäre, denke ich, noch einiges rauszuholen. Wir hatten uns auch einige weitere Spots aus dieser Reihe der Weihnachtsspots angeguckt. Auch da wäre ein Vergleich oder eine weitere Beschäftigung damit durchaus interessant. Andererseits könnte man sich auch andere Werbespots zum Beispiel von anderen Firmen nehmen, die auch Science Fiction als Genre aufgreifen und die mit diesem Spot vergleichen. Oder aber es wäre auch interessant zu gucken, wie noch andere Genres wie zum Beispiel Horror oder Krimi oder die romantische Komödie in einzelnen Werbespots verwendet werden. Denn auch da lassen sich sehr gut Beispiele für finden. Wir sind jetzt aber erstmal am Ende. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass wir gleich noch eine interessante Diskussion haben werden. Wir mussten leider einiges rauskürzen aus dem Vortrag. Insofern denke ich, es gibt auf jeden Fall noch ordentlich Material zum drüber reden. Zum Beispiel über die Musik konnten wir jetzt ganz wenig reden. Also vielleicht, wenn euch dazu noch was eingefallen ist oder euch sind andere Punkte aufgefallen, als ihr den Spot gesehen habt oder während unserer Präsentation, die ihr gerne nachfragen oder weiter mit uns diskutieren würdet, würden wir uns sehr freuen. Aber bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören.